Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf AquaOwner und ich hoffe, ihr habt in den letzten Wochen mein Video von meinem Besuch bei Corelixy gesehen. Ich war ja in Rostock bei Corelixy zu Gast und konnte mir dort die Korallenzucht anschauen und ich habe ganz am Ende des Videos mir noch etwas mitgenommen tatsächlich. Etwas, was viele von euch auch angeregt hatten, tatsächlich auch im Vorfeld schon. Und zwar habe ich mir eine Tridacna crocera mitgenommen, eine Riesenmuschel. Heute geht es deshalb um Riesenmuscheln, die du selber im Meerwasseraquarium halten kannst. Wir steigen also einmal ein und wir müssen uns dazu zuerst einmal anschauen, was sind denn überhaupt Riesenmuscheln? Ich möchte dir also zuerst einmal erklären, was hat es mit dieser Art Muschel auf sich, was macht sie so besonders, wo kommt denn überhaupt der Name her, Riesenmuschel, und wo kommt der Name Mördermuschel her, den man ja immer noch sehr, sehr geläufig hört. Und dann gehen wir mal weiter, gucken uns an, was für Eigenschaften diese spannenden Tiere haben und wie man sie im Aquarium halten kann. Und deshalb schauen wir uns jetzt heute auch mal die Familie der Riesenmuscheln ganz konkret im Detail an. Wie immer findest du zu diesem Video und zu allem, was ich dir erzähle, eine ganze Menge Quellen, wirklich diesmal eine ganze Menge Quellen, unten in der Videobeschreibung, sodass du dich über die einzelnen Aspekte nochmal selbst informieren kannst, das validieren kannst, was ich dir hier heute erzähle und dich natürlich auch noch selber etwas tiefer in die Materie einlesen kannst, wenn du möchtest. Also, lass uns mal starten mit dem Thema, was sind Riesenmuscheln? Also die Riesenmuscheln stellen erstmal eine eigene Unterfamilie in der Grundfamilie der Herzmuscheln dar. Und von den Riesenmuscheln gibt es 9 bis 12 bestimmte Arten. Da streiten sich so ein bisschen die Geister, je nachdem, wo man danach liest, weil dann eine bestimmte Art doch als eigene Art anerkannt wurde. Andere sagen wiederum nein, das ist eigentlich nur eine Variante von dieser anderen Art. Also 9 bis 12 Arten, du siehst also gar nicht so viele tatsächlich. Und gerade weil es so wenig Arten gibt, ist es eigentlich umso interessanter, dass die ältesten Datierungen dieser Riesenmuscheln auf über 200 Millionen Jahre in die Vergangenheit reichen. Das ist absurd lang. Riesenmuscheln leben immer in relativ flachem Wasser, meistens eingebettet in Korallenriffe. Das hat damit zu tun, dass sie sich vornehmlich über Zooxanthellen ernähren, dazu komme ich gleich einmal. Sie sind also sehr auf das Licht angewiesen. Die tiefsten Funde gehen so auf um die 20 Meter, meistens sagt man, dass so bei 15 Meter Schluss ist. Das ist also wirklich vergleichsweise flaches Wasser, in dem die Tiere vorzufinden sind. Stellt sich natürlich immer noch die Frage, warum denn Riesenmuschel? Warum sind sie denn so groß? Naja, es gibt eine Art und das ist die Tridacna gigas und die ist halt die größte Muschel der Welt. Das größte Exemplar, was bisher gefunden wurde, ist 1,40 Meter lang und man geht von einem Lebendgewicht von 400 Kilo aus. Die Muschel hat nicht mehr gelebt zu dem Zeitpunkt, wo man sie gefunden hat. Das heißt, es gab kein Fleisch, kein Gewebe mehr in dem Tier. Man konnte also nur die Schale wiegen. Die belief sich auf ungefähr 250 Kilo und daraus hat man dann interpoliert, dass ein Lebendgewicht bei ungefähr 400 Kilo gelegen haben muss. Tridacna gigas ist damit eben die größte Muschel der Welt und auch andere Vertreter, die jetzt noch leben, sind ähnlich groß, also Richtung 1 Meter ist keine Seltenheit. Alle Riesenmuscheln stammen ursprünglich aus dem Indopazifik. Das Gebiet ist also vergleichsweise klein, wo sie vorkommen. Mittlerweile findet man sie auch immer wieder auch in anderen Gebieten, aber das ist der Ursprung tatsächlich. Jetzt einmal zu den Zooxanthellen, was ich gerade schon kurz angesprochen habe. Zooxanthellen kennst du vielleicht schon aus meinen Videos, wo ich dir erklärt habe, wie Korallen funktionieren und was für Korallen man beispielsweise halten kann. Zooxanthellen sind kleine einzellige Algen. Und diese Alge macht Photosynthese, wie das jede Pflanze ja im Endeffekt tut, und produziert über die Photosynthese halt Nährstoffe. Einerseits Sauerstoff als Abfallprodukt, andererseits aber halt vor allem Zucker. Und das macht sich die Muschel zunutze. Diese Zooxanthellen sind nämlich in den Mantellappen der Muschel, also in das Gewebe der Muschel, eingelagert. Und dieses Gewebe kann die Muschel ja nach außen stülpen und dem Licht entgegenstrecken sozusagen. Und wenn sie das tut, können die Algen, die sie in diesem Gewebe eingelagert hat, Photosynthese betreiben und damit Zucker produzieren, wovon die Muschel leben kann. Und tatsächlich kann die Muschel ausschließlich davon leben. Sie ist nicht darauf angewiesen, Nährstoffe aus dem freien Wasser zu filtern, was sie zwar kann, aber was eben nicht ihre primäre Nahrungsquelle ist, sondern ihre primäre Nahrungsquelle ist, so seltsam das klingt, Licht. Sie lebt von Licht. Und das tun die meisten Korallen ja tatsächlich auch. Der Prozess, wie die Muschel in ihrem Larvenstadium diese Algen einlagert, ist echt spannend, aber das überstreitet tatsächlich so meine Expertise. Da muss man ein bisschen tiefer in die Biologie einsteigen. Das findest du aber tatsächlich auch alles beschrieben in den Quellen, die du unten in der Videobeschreibung findest. Was jetzt aber ebenfalls auch wichtig ist, bevor wir ein bisschen detaillierter auf die Tiere eingehen, wie wir sie im Aquarium halten, Riesenmuscheln sind vom Aussterben bedroht. Und zwar alle.
Und das bedeutet, sie sind auch bereits Teil des Washingtoner Artenschutzabkommens. Sie sind also geschützt. Sie dürfen nicht der Natur entnommen werden. Oder wenn, dann nur unter bestimmten Auflagen, die erfüllt werden und vor allem auch nachgehalten werden müssen. Dazu kommen wir auch noch gleich, warum das halt generell ein Problem ist und warum trotz dieses Artenschutzabkommens und trotz des Schutzes es immer noch auf der Kippe steht, ob diese Riesenmuscheln in freier Wildbahn überhaupt überleben werden. Zuerst gucken wir uns noch mal so ein bisschen an, wie ist diese Muschel aufgebaut. Auch da ist das in den Quellen zum Teil deutlich besser beschrieben, als ich das jetzt hier beschreiben kann. Aber du siehst natürlich auf den Bildern, die ich hier zeige, wie so eine Muschel aussieht. Und was bei diesen Riesenmuscheln ganz spannend ist im Vergleich zu ganz vielen anderen Muschelarten, sie besitzen keinen klassischen Fuß. Also eine normale Muschel, wie man das so kennt, besitzt ja so eine Art Fuß, den sie ausstülpen kann und mit dem sie sich wie so eine Schnecke im Endeffekt fortbewegen kann. Sehr, sehr langsam, aber sie kann es. Das haben Riesenmuscheln nicht. Riesenmuscheln haben dafür an der Unterseite, wo sich die beiden Muschelhälften zusammenfinden, an dem Scharnier, da sitzt die sogenannte Byssusdrüse. Und diese Drüse formt ein Sekret, aus dem sich Fäden entspinnen. Und mit diesen Fäden kann sich die Muschel am Untergrund festhalten. Gleichzeitig werden durch diese Fäden organische Säuren auf den Untergrund gegeben und die sorgen dafür, dass sich der Untergrund so ein bisschen auflöst und die Muschel dadurch tiefer in den Untergrund rein kann, um sich kräftiger dort zu verankern. Ganz interessante Technik. Was ich aber noch viel krasser fand, was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass diese Byssusfäden tatsächlich auch geerntet werden können. Und es gab bis in die 1940er Jahre Produktionen und Textilien, die aus Muschelseide gesponnen wurden. War mir völlig unklar, dass sowas existiert und finde ich ganz seltsam in der Vorstellung. Aber tatsächlich wurden diese Fäden geerntet und daraus wurden Stoffe gewebt und daraus wurden Textilien gewonnen. Mittlerweile gibt es eigentlich keine Fertigung mehr. Es gibt ein paar Berichte von einer einzigen Fertigung, die noch irgendwo auf Sizilien wohl weiter produziert unter irgendwelchen strengen Auflagen. Aber ganz generell ist halt Muschelseide seit den 1940er Jahren zum Glück kein Thema mehr. Dieses Verankern mit den Byssusfäden und diesen Absonderungen durch die Byssusdrüse, das ist tatsächlich etwas, was bei der Tridacna crocea, also genau die Muschel, die ich jetzt auch im Aquarium habe, am stärksten ausgeprägt ist. Die hat nämlich die größte Byssusdrüse und die größte Byssusöffnung dadurch, wo halt diese Fäden rauskommen können. Bei den anderen Muscheln ist das nur noch sehr schwach ausgeprägt und zum Teil auch gar nicht mehr vorhanden. So eine Tridacna gigas, die 100, 200 Kilo wiegt im Durchschnitt, oder eben 400 Kilo in dieser Extremvariante, die da gefunden wurde, die braucht halt diese Fäden auch einfach nicht mehr. Die ist so schwer, dass die auch so nicht wegtransportiert wird oder von der Strömung umgeschmissen wird. Das ist tatsächlich auch der Punkt, weil Tridacna crocea ist die kleinste Vertreterin der Riesenmuscheln. Die wird nämlich nur maximal 15 cm groß. Und die ist halt auch mehr darauf angewiesen, sich irgendwo aktiv festzuhalten, als die anderen Arten der Riesenmuscheln, die einfach deutlich größer werden und damit natürlich auch deutlich schwerer werden. Ein letzter Fakt noch über Riesenmuscheln allgemein. Riesenmuscheln allgemein sind hermaphrodit. Das heißt, ein Tier besitzt sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane. Trotzdem sind die Tiere nicht in der Lage, sich selbst zu befruchten, was ganz spannend ist, weil es nämlich von der Natur aus so ist, dass die beiden Geschlechtsreifen zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden und auch die Abgabe von Eiern und Spermien zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden, sodass es eigentlich normalerweise nicht ein und dasselbe Tier treffen kann. Trotzdem müssen wir uns jetzt natürlich mal angucken, was hat es denn mit diesem Mythos der Mördermuschel auf sich? Also, Riesenmuscheln wurde immer wieder nachgesagt, weil sie natürlich einfach krass groß sind und sauschwer, dass sie Taucher in der Tiefe festhalten würden. Dass wenn man sich einer Muschel zu nah nähert, sie zuschnappt wie so eine Venusfliegenfalle und den Taucher einklemmt und der dann da natürlich nicht mehr rauskommt, weil die Muschel ja auch viel zu schwer ist und dann ertrinkt. Das ist also mit diesem Mythos gemeint und weshalb diese Tiere Mördermuscheln genannt werden. Jetzt muss man allerdings fairerweise sagen, es gibt bisher geschichtlich dokumentiert nur einen einzigen Fall, wo das so wahrscheinlich passiert ist. Und dieser Fall ist in den 1930er Jahren passiert auf den Philippinen und dort wurde ein Perlmuscheltaucher vermisst und der wurde einige Zeit später mit der Hand in einer ungefähr 160 Kilo schweren Riesenmuschel gefunden, die ihn offenbar dort eingeklemmt hat und er dann nicht rauskam und deshalb ertrunken ist. Natürlich ein sehr tragischer Unfall, aber auch eben ein Einzelfall und ehrlich gesagt etwas, was diesen Namen meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient, um gleich eine ganze Familie an Muscheln so zu bezeichnen und halt auch eine gewisse Angst vor diesen Tieren zu schüren. Denn das ist meiner Meinung nach jedoch sehr fehl am Platz. Viele wissenschaftliche Untersuchungen darüber belegen nämlich auch, dass diese Schließbewegung der Muschel,
also sie findet natürlich statt, wenn das Muschelgewebe irgendwie angegriffen wird oder wenn der Taucher versucht, in dem Fall ging es nämlich darum, es war wie gesagt ein Perltaucher und diese Muschel, das fand man auch hinterher heraus, hat tatsächlich eine ungefähr handgroße Perle geformt gehabt. Die wollte der Taucher natürlich entnehmen. Klar, dass das Tier das in dem Fall nicht so geil findet, wenn man mit der Hand in seinen Innereien rumwühlt und dann natürlich die Muschel, die Klappe schließt, klar. Allerdings ist das bei den Riesenmuscheln, gerade bei Tridacna gigas so, dass diese Bewegung nicht schlagartig ist, sondern sie ist eigentlich so langsam, dass man sehr problemlos seine Hand davor herausziehen kann. Natürlich, in dem Fall vielleicht wollte er das nicht, weil er unbedingt diese Perle haben wollte, aber dann muss man natürlich in gewisser Weise auch sagen, ist dann halt ein blöder Unfall gewesen. Denn tatsächlich ist viel gefährlicher nicht die Muschel für den Menschen, sondern der Mensch für die Muschel. Und einerseits ein großer Faktor ist dabei der Klimawandel. Der Klimawandel führt zu Meereserwärmungen und die Tiere haben tatsächlich ein vergleichsweise geringes Temperaturtoleranzspektrum, was sie aushalten. Und das heißt, immer wärmer werdende Meere sorgen dafür, dass immer mehr von diesen Tieren tatsächlich sterben. Ein anderer Grund ist das Klimaphänomen El Niño, was ja nicht direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt, sondern mehr oder weniger zufällig auftritt, was aber eben auch genau diesen Effekt erzeugt, nämlich warme Wassermassen dadurch zu spülen. Und das führt halt ebenfalls zu großen Problemen mit dem Wildbestand von Riesenmuscheln. Und zu allerletzt, und das ist eben jetzt eigentlich das allergrößte Problem, ich habe gerade ja schon gesagt, die Tiere stehen unter Naturschutz und sie dürfen nicht gewildert werden. Das Problem ist halt einfach, auf offener See wirst du als Wilderer auch einfach extrem schwer gefasst. Ja, also das ist halt einfach sehr, sehr viel Fläche, die dort vorhanden ist. Und bis man da dann zufälligerweise jemanden erwischt beim Wildern von Riesenmuscheln, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, leider. Und deshalb findet das auch weiterhin statt, weil, und das ist eigentlich das Absurde daran, der Schließmuskel von Riesenmuscheln wird in Asien als sehr, sehr wirksames Aphrodisiakum gehandelt. Und zwar zu absurd hohen Preisen. Und das ist halt Anreiz genug für die Wilderer, diese Tiere dann weiterhin zu jagen und zu töten. Was halt auch schwer verhinderbar ist an dieser Stelle. Kommen wir aber deshalb jetzt mal wieder weg von diesem echt traurigen Thema und hin zu einem sehr viel schöneren Thema, nämlich warum diese Muscheln eigentlich so krass farbenfroh aussehen. Einerseits sind die Zugxantellen selbst für die Farbe verantwortlich. Das ist bei vielen Korallen ja ebenfalls der Fall. Diese Algen haben zum Teil unterschiedliche Farben und wenn die dann unterhalb einer Gewebeschicht der Koralle liegen, dann scheint die Farbe der Alge durch diese Gewebeschicht der Koralle und je nachdem, was für Farben das dann sind und wie durchlässig das ist, entstehen unterschiedliche Farben. Das ist ein Aspekt bei den Tridacnas. Ein anderer Aspekt ist aber eigentlich noch viel spannender, denn das ist etwas, was wir bisher nur von Chamäleons kennen. Und zwar besitzen Tridacna-Muscheln in ihrem Gewebe, genauso wie ein Chamäleon, eine Schicht aus sogenannten Guanin-Kristallen. Diese Kristalle sind auf der Haut angeordnet und das Tier ist in der Lage, diese Kristalle zwar nicht direkt zu verändern, sie kann aber durch Muskelkontraktion auf der Haut den Abstand dieser Kristalle zueinander verändern. Und dadurch entsteht eine andere Lichtbrechung. Je nachdem, ob diese Kristalle näher zusammengeschoben werden oder das Gitter weiter auseinandergestreckt wird, ist eine andere Lichtbrechung möglich und das erlaubt tatsächlich das Erzeugen jeder beliebigen Farbe. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ein Chamäleon nutzt das ja auch tatsächlich aktiv. Die Muschel nutzt das nicht aktiv, sondern da ist das Gitter sozusagen einmal festgegeben und es wird nicht mehr weiter aktiv verändert. Das sorgt aber trotzdem für sehr spektakuläre Lichtbrechungen und halt ein Farbenspiel, was so doch sehr einzigartig ist. Außerdem auch etwas, was man bei Korallen in der Regel nicht beobachten kann, bei den Muscheln hingegen schon. Die Muschel ist tatsächlich auch lichtempfindlich. Sie kann wahrnehmen, ob sich Lichtverhältnisse in ihrer Umgebung ändern. Das sieht man auch sehr einfach, wenn man sich nämlich mal ein bisschen flotter vor dem Aquarium bewegt, dann zuckt diese Muschel zusammen und zieht sich zusammen, weil sie nämlich denkt, oh Moment, da ist ein Schatten hergelaufen, da kommt jetzt vielleicht ein großer Räuber und ich sollte mich mal lieber irgendwie klein machen. Das ist also auch ganz spannend, dass man hier eine deutliche Interaktion mit der Umgebung wahrnimmt, was man bei Korallen in dieser Form doch eher selten sieht. Jetzt weißt du zumindest alles allgemein über Riesenmuscheln und jetzt kommen wir mal ein bisschen konkret auf die Arten, die für uns als Aquarienhalter, als Meerwasser-Aquarienbesitzer für das Aquarium auch interessant sind, denn so eine Tridacna gigas ist natürlich eher etwas für sehr, sehr große Aquarien. Es ist unwahrscheinlich, dass man die selber privat halten möchte. Aber es gibt andere kleinere Arten. Ich habe vorhin ja schon kurz gesagt, dass meine Tridacna crocea nur gerade mal 15 cm groß wird und deshalb gucken wir jetzt mal auf die ganz konkreten Haltungsbedingungen dieser Tiere. Um jetzt Riesenmuscheln bei dir im Aquarium zu halten, sind zwei Dinge besonders wichtig. Das erste ist Licht und das zweite ist die Kalkversorgung im Aquarium. Licht ist, glaube ich, recht selbsterklärend, jetzt wo du weißt, wie so eine Muschel sich ernährt.
Natürlich, die Muschel kommt aus Flachwassergebieten, wo es eh immer sehr hell ist. Und die Muschel ernährt sich hauptsächlich über ihre eingelagerten Algen, die Zooxanthellen. Und das bedeutet, die brauchen Licht. Und das heißt eben auch, dass so eine Muschel wirklich volles Licht abkriegen kann. Die kann voll im Licht stehen. Sie muss nicht oben auf dem Riffdach stehen. Das hat auch dann ein bisschen was mit der Stabilität zu tun. Sie kann ruhig unten stehen. Aber sie sollte nicht abgeschattet sein, sondern sie braucht schon so ein bisschen Lichtpower, damit die Zooxanthellen sie natürlich auch entsprechend ernähren können. Außerdem sorgt natürlich eine moderate Strömung dafür, dass dann trotzdem mit dem fließenden Wasser immer noch so ein paar Nährstoffe vorbeikommen. Denn die Muschel ist ja ein sogenannter Filtrierer. Und das bedeutet, sie führt tatsächlich einen Wasserstrom durch ihren Körper durch. Sie hat nämlich dafür auch tatsächlich einen Eingang und einen Ausgang. Also eine Eintrittsöffnung und eine Austrittsöffnung, die auch einfach sehr klar sichtbar sind. Das eine sieht nämlich wirklich aus wie so ein fieser, zahnbesetzter Mund. Also wirklich ein bisschen fies. Und das andere ist halt so ein Stift, den die Muschel ausfahren kann, wo das Wasser dann wieder rausgelassen wird. Und durch Kontraktion von Muskeln im Inneren und natürlich auch eine Veränderung der Größe der Eintritts- und Auslassöffnung entsteht tatsächlich ein Wasserstrom, den die Muschel aktiv durch ihren Körper durchführt. Man kann das sogar manchmal sehen, wenn so kleine Staubpartikelchen über dem Auslass der Muschel sozusagen herschweben, dass sie dann so hochgeschleudert werden, weil da halt wirklich die ganze Zeit auch Wasser rausgepumpt wird aus der Muschel, weil es an der einen Seite angesaugt wird. Die Muschel führt dann nämlich das Wasser an ihren Kiemen vorbei. Auch eine Muschel hat Kiemen, auch eine Muschel will natürlich atmen, deshalb ist da alleine auch die Strömung schon für nötig, dass halt immer wieder natürlich sauerstoffreiches Wasser durch sie hindurchgespült werden kann. Aber an den Kiemen bleiben dann nämlich tatsächlich auch feinste Nahrungspartikel hängen. Da ist so eine Art Schleimschicht drauf oder so eine Art Schicht, wo die halt hängen bleiben. Und die ist nämlich besetzt mit ganz vielen kleinen Flimmerhärchen. Das ist das Gleiche oder zumindest etwas sehr Ähnliches, wie wir im Innenohr haben. Unser Innenohr ist ja mit einer Flüssigkeit gefüllt und wir haben so ganz, ganz kleine Flimmerhärchen im Innenohr. Und je nachdem, wie wir uns bewegen und wie wir den Kopf halten, schwappt diese Flüssigkeit da hin und her und die bewegt diese Flimmerhärchen und anhand der Bewegung dieser Flimmerhärchen haben wir einen Gleichgewichtssinn und können uns orientieren, wo ist oben, wo ist unten. Und die Muschel nutzt halt diese Flimmerhärchen, um diese feinsten Nahrungspartikel mit so gleichmäßigen Bewegungen einfach weiter zu transportieren zu ihrem Magen. Das ist auch ganz praktisch. So, wenn du jetzt eine Muschel kaufst, dann gilt für die tatsächlich das Gleiche wie für alle Wirbellosen, die du in dein Aquarium einsetzt. Die muss langsam an die neuen Parameter angewöhnt werden. Idealerweise mit der Antropf-Methode. Da habe ich auch schon mal ein eigenes Video zu gemacht und das verlinke ich dir jetzt mal oben rechts in der Ecke, falls du von dieser Methode noch nie was gehört hast. Gib dem Tier echt Zeit, halbe Stunde, Stunde Minimum, um es an die neuen Wasserparameter zu gewöhnen und dann kannst du es umsetzen. Beim Umsetzen und generell beim Kauf solltest du darauf achten, dass du so eine Muschel immer mit einem sogenannten Muschelhalter kaufst. Das ist in der Regel irgendeine Art Stein mit so einer leicht ausgeschöhlten Oberfläche, die halt ja, wie so eine kleine Schale aussieht. Und da sitzt die Muschel drauf und da hält sie sich dann nämlich mit den Byssusfäden fest. Der Hintergrund ist der, diese Byssusöffnung, wo diese Drüse drin sitzt, ist der empfindlichste Punkt einer Muschel. Und damit auch das Angriffstor für sämtliche Fressfeinde. Denn auch Muscheln haben Fressfeinde. Und gerade im Meerwasseraquarium gibt es auch aktive Fressfeinde, die wir eigentlich alle in unserem Meerwasseraquarium haben. Man kann das nicht ausschließen, dass die Tiere da sind. Und ich weiß selber, dass ich sie auch habe, und zwar Borstenwürmer. Borstenwürmer sind Fressfeind Nummer 1 im Aquarium für unsere Muscheln. Und wenn sie nicht fest auf einem Muschelhalter sitzt, dann ist potenziell diese Byssusdrüse, liegt die halt offen oder ist die erreichbar für einen solchen Borstenwurm. Und der frisst sich dann dadurch in das Innere der Muschel und damit stirbt das Tier natürlich. Deshalb ist ein Muschelhalter echt Pflicht, wenn du dir so eine Muschel kaufst. Das bedeutet auch, wenn du eine Muschel kaufst, irgendwo im Laden, und sie kommt entweder ohne Muschelhalter, auf jeden Fall einen dazu kaufen und sie sofort da draufsetzen. Oder aber jemand nimmt sie aus einem Aquarium raus und trennt sie von einem Stein. Dann solltest du diese Muschel nicht kaufen. Denn wenn die Muschel schon irgendwo festgewachsen war, dann solltest du immer dieses Stückchen Stein am besten mitnehmen. Denn die Muschel von einem Untergrund zu lösen, auf dem sie bereits festgewachsen ist, ist super riskant. Denn diese Byssusfäden sind extrem empfindlich und es kann sein, dass wenn du die da runterreißt oder runterdrehst, dass du dabei die Drüse beschädigst oder sogar komplett ausreißt. Ohne Drüse lebt die Muschel sowieso nicht weiter. Wenn sie nur beschädigt ist, kann es halt sein oder es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Drüse entzündet und die Muschel daran stirbt. Außerdem kann sie sich nicht sofort wieder anwachsen, wenn das beschädigt ist. Man kann das sehr, sehr vorsichtig mit einem sehr scharfen Skalpell machen, dass man die Muschel Millimeter für Millimeter anhebt und diese einzelnen Fäden mit einem Skalpell sauber durchtrennt. Und dabei sehr, sehr vorsichtig ist, dass nicht diese Drüse getroffen wird. Das ist aber auch einfach ein sauhoher Aufwand und deshalb ist mein Tipp dabei, kauf nur Muscheln, die schon irgendwo drauf festgewachsen sind oder die du halt sofort mit einem passenden Muschelhalter bekommst, wo die Muschel drin sitzen kann.
Genau das war bei mir nämlich auch der Fall. Ich habe sie halt auf einem Muschelhalter festgewachsen bekommen und habe sie auch damit natürlich direkt eingesetzt. Auch wenn die Muscheln keinen Fuß haben, können sie aber trotzdem durch ihre Byssusfäden und durch diese Byssusdrüse theoretisch sich fortbewegen. Das tun aber eigentlich nur Jungtiere im Larvenstadium. Wenn die Muschel erstmal eine gewisse Größe erreicht hat, so 4-5 cm, dann macht sie das normalerweise nicht mehr und dann musst du eigentlich auch keine große Angst haben, dass sie irgendwann davon wandert und in dem Stadium natürlich wieder umso empfindlicher gegen Fressfeinde ist. Für unser Meerwasseraquarium gibt es jetzt hauptsächlich zwei Arten, die eigentlich am besten geeignet sind für das Aquarium selbst. Und das ist Tridacna crocea. Einerseits, weil sie eben nicht sonderlich groß wird. Andererseits, weil sie halt wirklich sehr, sehr tolle Farben ausbildet. Eine Tridacna crocea wird bis zu 15 cm groß und wird ungefähr 4-5 Jahre alt. Dann noch die Tridacna maxima. Die wird bis ungefähr 25 cm groß. Also schon ein ordentliches Stück. Wird aber auch bis zu 20 Jahre alt. Also sie wächst natürlich auch dann in dem Sinne etwas langsamer. Tatsächlich kann eine Tridacna gigas auch durchaus 200 Jahre alt werden, also auch ein krass altes Tier. Sie wird aber natürlich auch saugroß und ist dann deshalb fürs Aquarium, wie gesagt, nicht geeignet. Auch andere Arten kann man noch ganz gut im Aquarium halten, braucht dann tatsächlich ein etwas größeres Becken. Es gibt dann noch Tridacna derasa, die wird ungefähr 40 cm groß. Es gibt auch noch eine Art, die keine Tridacna ist, und zwar die Hippopus hippopus, sehr netter Name, die auch bis ungefähr 40 cm groß wird. Dann endet es aber tatsächlich auch mit den Muscheln, die sinnvoll noch in einem Aquarium gehalten werden können. Konkret, die Haltungsbedingungen sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich, wie bei den meisten Korallen auch. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, Licht ist wichtig, das heißt, du musst sie nicht zwangsläufig extra ernähren. Kalkversorgung ist wichtig, weil daraus besteht natürlich die Schale und die will natürlich aufgebaut werden, wenn die Muschel weiter wächst. Dazu orientiere ich mich jetzt tatsächlich auch hier einmal an den Vorgaben von Corellixy, da mein Tier jetzt natürlich auch direkt von Corellixy stammt. Ich dir das aber auch so wirklich ans Herz legen möchte, weil du da natürlich ausschließlich Nachzuchten bekommst. Wie gesagt, es ist durchaus möglich, von Tridacnas noch Wildfänge zu bekommen, wenn die unter sehr strengen Auflagen entnommen wurden. Trotzdem halte ich es für nicht unterstützenswert, gerade bei diesen Tieren, die ohnehin schon auf der Gefährdungsliste stehen und die ohnehin von Wilderei betroffen sind, noch irgendwas in Richtung Wildfang zu machen. Und deshalb würde ich dir tatsächlich auch nahelegen, dich einfach mal bei Corellixy umzuschauen. Soweit ich weiß, haben die nämlich erst vor ein paar Tagen neue Muscheln in den Shop aufgenommen. Und da wirst du garantiert fündig mit einer 100% Nachzucht und die du sofort inklusive Muschelhalter bekommst. Die musst du also nicht extra kaufen dazu. Bei den Wasserwerten bewegen wir uns jetzt hier. Ich nehme jetzt beispielhaft hier einmal eine Tridacna derasa. Da haben wir also ein Nitratgehalt von 3 bis 15 Milligramm, Phosphat von 0,03 bis 0,1, eine Salinität von 32 bis 35 PSU, eine Härte von 7 bis 9. Und das sind ja alles Werte, die für die meisten LPS beispielsweise auch sehr gut passen würden. Ein Calcium von 400 bis 450 Milligramm pro Liter und Magnesium 1250 bis 1500 Milligramm pro Liter. Also du siehst, wenn du das mal vergleichst, sehr, sehr viele LPS fallen unter diese Werte, sehr viele Weichkorallen fallen unter diese Werte. Einige SPS sind möglicherweise ein bisschen empfindlicher, was da Nitrat und Phosphat angeht, aber generell sind das Werte, die in den meisten Aquarien, in denen du auch Korallen hältst und in denen du auch LPS halten kannst, problemlos passen für diese Tiere. Gefüttert werden müssen sie nicht, habe ich gerade schon gesagt. Trotzdem profitieren sie unter anderem in Farbausbildung und im Wachstum, wenn ab und zu mal Phytoplankton mit ins Becken gelangt. Da haben ja auch alle anderen Korallen was von. Von daher, warum den Tieren das vorenthalten, das ist also kein Thema. Und zuletzt noch ein Wort der Warnung. Es ist natürlich möglich, dass räuberische Tiere in deinem Becken an die Muscheln drangehen. Das können einerseits räuberisch lebende Fische sein. Da habe ich jetzt leider nicht das umfassende Wissen, was da alles drunter fällt. Das können aber durchaus räuberisch lebende Tiere wie Einsiedlerkrebse oder wie Garnelen oder wie Schnecken sein. Das muss nicht passieren. Und wenn genug Alternative da ist und die Tiere jetzt nicht irgendwie krass Hunger leiden und unbedingt sofort jetzt proteinreiche Nahrung haben wollen, dann tun sie das auch nicht. Ich habe ja bei mir auch mehrere Einsiedler drin, ich habe mehrere Schnecken drin, ich habe mehrere Garnelen drin. Als ich die Muscheln neu eingesetzt habe, konnte ich natürlich beobachten, dass gerade die Einsiedler auch sofort auf die Muschel und auf den Muschelhalter drauf sind. Aber weil das ein neues Gestein war, was natürlich auch neue Mikroorganismen mit ins Becken bringt, und die wurden abgegrast. Das Muschelgewebe wurde zu keiner Zeit angegangen. Dennoch kann ich nicht dafür sprechen, dass das immer der Fall sein wird und immer gut geht. Bei mir geht es gut. Es kann aber durchaus sein, dass wenn du solche Tiere im Becken hast, dessen solltest du dir einfach bewusst sein, dass es passieren könnte, dass die Muschel angehen und anknabbern.